Traumklänge, Raumklänge. Kantis Domus möchte sie in ein experimentelles Raumklangkonzert einladen. Wir werden einen großen Kreis aufbauen, auf dem der Chor stehen wird, und in der Mitte dieses Kreises wird das Publikum sitzen. Also der Zuhörer sitzt im Herzen des Chors. Der zweite Teil des Konzertes findet in dem Gemeindehaus der Elisabethkirche statt. Das ist ein alter Saal, der in den 80er Jahren des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstanden ist. Er hat also genau diesen Jugendstil-Charme, den die Liebesliederwalzer brauchen. Und wir werden versuchen, von der Art und Weise, wie wir das Publikum anordnen und den Chor aufstellen, die Suggestion eines bürgerlichen Musiksalons des 19. Jahrhunderts zu erzeugen, damit die Liebesliederwalzer den passenden Rahmen bekommen. Denn das war ja damals Musik, die in den bürgerlichen Salons gepflegt wurde und aufgeführt wurde. Das war sozusagen die Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts. Wir haben zwei hervorragende junge Pianisten dafür gewinnen können, Adrian Heger und Hendrik Heilmann. Das klassische Chorkonzert sieht ja in der Regel so aus, dass vorne ein Chor steht, schöne Musik macht, das Publikum sitzt in den Kirchenreihen, findet das alles sehr schön, was da passiert, dämmert vielleicht irgendwann weg und denkt danach, ach, war das wieder schön. Aber vom Drama und von den textlichen Feinheiten und musikalischen Feinheiten bekommt man vielleicht gar nicht so viel mit, wie es eigentlich der Musik angemessen wäre. Wir wollen versuchen, mit Traumklänge, Raumklänge dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die Musik viel wacher, viel lebendiger, viel dramatischer wahrzunehmen, um mehr an den Kern der Musik, mehr an den Kern der Texte und auch mehr an den Kern unserer Interpretation heranzukommen, indem man im Brennpunkt des Geschehens sitzt. Neben dem Konzert wird es in der Pause einen kleinen Umtrunk geben auf dem Weg von der Kirche zum Gemeindesaal. Auch nach dem Konzert wird Gelegenheit sein, dass Sie mit dem Chor mit uns zusammen ein Glas Sekt oder vielleicht ein Bier trinken. Sie sehen also, es gibt viele gute Gründe, um unser Konzert zu besuchen, und wir freuen uns sehr, wenn Sie unser Gast sind.